Hallo, ihr liebe Leid, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Soma auf Pelzig. Jo, jetzt sind wir hier rausgekommen, endlich aus Theta entkommen und ab noch Omikron, aber irgendwie sieht es hier an, also wirklich besser aus. Oh Gott, das sieht wie so Mine aus. Oh Gott. Das sieht wie eine Wassermine aus dem Zweiten Weltkrieg aus. Naja, komm. Ich hoffe, jetzt kommen erstmal keine Proxys oder keine Flasher oder ähnliches mehr auf uns zu. Stromausfall. Na gut. Das heißt, die Dinger können uns erstmal nichts. Bei den Wau-Fischer bin ich mir nicht so sicher, ob die nicht noch irgendwas können. Zumindest weiß die Wau dadurch immer, wo wir gerade unterwegs sind. Überall Stromausfall bei den Dinger, okay. Also von deine Teile geht erst einmal keine Gefahr aus. Da ist noch so ein kleiner Kumpel. Oder? Ist da ein kleiner Kumpel? Ja. Aber leider inaktiv. Schade. Ein Freund hätte mir jetzt echt gut gefallen. Auch wenn es da so ein kleiner mechanischer Kumpel gewesen wäre. Aber so welche könnte ich echt gebrauchen gerade wieder noch. Denn ganze eklige Viecher in Theta. Wäre ich sehr dankbar, wenn in Omikron wenigstens ein paar Freunde wären. Aber ich glaube, aus Omikron kam dieses Töte dich aus der Station in Y, wo man das gehört hin bei der Kommunikationszentrale. Okay, da geht's irgendwo hier. Da ist noch ein tot. Oh, ein toter Mensch mit Erinnerung. Na gut, dann horch mal in dich rein. Na? Ich will auf der Kopfwasser. So ist besser. I'm fucking open! And nobody's answering to anything! What kind of cold-hearted motherfuckers would just leave us out here to die? Don't you get it? They're dead. They're all dead. Yeah. You're right. How can you be so calm about this shit? We are dying! How much air have you guys got? 20 minutes. Tops. Hey, I'm in red! Seconds away before the CO2 gets me. Stresky. Why wait, right? I'm the master of my own fate. Wait, Stress, what are you doing? Okay. Das war dann wohl der Herr Straski, der sich entschieden hat, dass er lieber seinen Helm abzieht und versauft, als dass er in dem A-Zug verstickt. Na gut. Jedem das Seine. Zur Rette war er wohl nicht wirklich mehr. Da ist... Hier Station. Geht's da irgendwo hier? Keine Ahnung, wo hier. Ich guck mal an. Okay, das ist eine Sackgasse. Es sei denn, du bist Leder oder irgendetwas in der Art. Ja. Irgendwie habe ich aber das Gefühl, das sollte jetzt noch nicht sein. Yeah. Und außerdem sieht man das ziemlich wackelig aus. This is Omicron. Hope they save me a diving suit. Ah, okay. Und du ist Omikron selber. Okay. Omikron. Biohazard-Zeichen. Du ist noch ein Taucher. Hey! Come on! Open up! What is this shit? Armor for the apocalypse? Omicron is in quarantine. This is why they didn't answer our call. Hello! Christ, Strasky. It's called a radio. They're not gonna hear you better if you scream. Jonesy, you okay? Look, I know you're the strong silent type, but I need you to say something every now and then so I know you're all right. Jonesy? Jones? Fuck's sakes. Let's try the annex again. Maybe we can break in. We're losing Jonesy. We need to get her inside. Oh, get in line! Alvaro, there's nothing we can do for her right now. Hit the stasis switch and let's check the annex. Okay. Jonesy und Straski sind hier gestorben. Okay, da können wir auch nichts machen. Noch Omikron geht's noch nicht rein hier. Dann sollten wir wohl die Hütte checken. In der wir noch waren. Na, da geht auch nichts. Siehst, wir gehen da rüber zu dem Teil. Ist hier vielleicht noch irgendwas Interessantes oder so für uns? Nee. Okay. Puh, also was ist in Omikron passiert? Die wollten rübergehen. Um wahrscheinlich von dort aus über den Fahrstuhl runterzukommen und die Arche noch Vieh oder Tau zu bringen.
Jo. Und du zumindest zu der Plattform und brauchen einer von deinen Kampfartzüge. Ohne die geht's nicht. Und die gibt's halt nur in Omikron. Jetzt gucken wir doch mal, ob wir hier noch irgendwas machen können. Stromausfall offline. Können wir unser Omni-Tool reinpacken. Da ist noch was. Da ist noch was. Okay, ich muss Omni-Tool rein. Achso, nee, du kannst mir noch schwenken. Okay. Dann müssen wir wohl hier irgendwas machen. Können wir das drehen oder können wir da drücken oder drehen? Nee, da geht auch nichts. Dann wohl hier den Knopf oder den Hebel. Nee, das geht auch nicht. Okay. Vielleicht dann dort. Nee, Moment. Beide Richtungen gehen nicht. Okay. Bei dem auch nicht. Nee, kann ich die Knöpfe drücken? Nee. Die gehen wohl von sich aus auch. Hoch geht's auch nicht. Na gut. Wie machen wir das dann? Gibt's hier irgendwas, was ich drücken könnte? Nee. Nee, da können wir bei der Pressure Pump können wir auch nichts machen. Das muss doch dann hier sein. Müssen wir da was lösen, oder? Gerade mal gucken. Na, warum funktioniert denn der Scheiß nicht? Hopp. Ich kapier's nicht. Yeah. Also er lässt sich irgendwie nicht richtig drehen. Das ist halt die Frage, ob ich das jetzt hier irgendwie abschließen kann oder so, oder? Ja, Omni-Tool geht ja nicht. Das funktioniert noch nicht. Da muss ich doch wohl irgendwas mit der Steuerung nicht richtig kapiert haben. Noch einmal. Warum losche dich nicht drehen? Oh, Alter, ich hasse es, wenn ich da irgendwas bei der Steuerung nicht richtig kann anscheinend. Mann. Das ist so ätzend. Bin, bin, hopp. Scheißding. Manual Override. Ah, okay, da war noch was. Na gut. Warning. Drücken wir doch mal Flush. Wow. Better be careful. Okay, jetzt können wir das Ding benutzen. So. Flush. Ah ne, Open Valves. Jetzt können wir vielleicht... Ah, jetzt können wir die Dinger endlich benutzen. Okay. Na gut, das ist auf gelb. Jetzt ist es auf grün. Und jetzt müssten wir Flasche können. So. Okay, jetzt ist das Ding auch zu. Immer der salzige Hochgeschmack. Und jetzt können wir unser Omni-Tool abschließen. Stromausfall, immer noch. Immer noch Stromausfall. Ich glaub's irgendwie nicht. Gerade jetzt, wo es speichert. Du ist zu natürlich. Du ist uff. Ah, okay. Strom. Okay, dann müssen wir anscheinend auch wieder irgendwas machen. Achtung. Okay. Nix hier. Von wegen nix hier. Ich sag nie wieder was. Oh Gott. Okay, gucken wir uns erstmal hier um. Nur so Deo. Platsch. Und noch ein Deo. Platsch. Vielleicht brauchen wir nicht. Nee. Okay, da geht's noch einmal irgendwo hoch. Könnte optional sein, also mal hochklettern. Ja, das sieht mal relativ optional aus, finde ich. Okay. Nur kruscht hier aber. Und was zu lesen. Weitergeleitete Nachricht von John Strohmeier oder J. Strohmeier. Adam Golaski hat den Befehl erhalten, so schnell wie möglich zu Täter zu kommen. Dringend.
Okay. Mehr als die Info gibt's aber hier nicht. Nee. Hochklettern oder so kann ich auch nicht. Irgendwas Nützliches gibt's auch nicht. Aber das Spiel ist sowieso recht zurückhaltend, was Ressource angeht. Unsere einzigste Ressource sind die Wow-Dinger dahinter. Und meine Sicht ist gerade auch etwas wieder vernebelt. Ich glaube, ich musste auch nochmal. Warten wir erstmal ab. Hoppla. I can't read him like the others. Ach Gott, der Herr, da ist was Besonderes hier, der Fürst von und zu. Hält sich mal jemand für was Besseres, hä? Huh? Sind wir dann da in deiner Akteschränke noch drin? Ja, nur Müll, oder? Ja. Okay, nichts, was wir auch so lesen könnten. So, fort mit dir. Einfach so. Grad verdess. So. Und ganz ohne? Ist da irgendwas? Nee. Okay, dann stecken wir doch erstmal das Omni-Tool rein. Vielleicht hat die Catherine dann zu irgendwas auch noch was zu sagen. Catherine? What? Die wird immer stinkiger. Where are we? We're right next to Omicron, a smaller building connected to the main site. Can't you tell? No, my view is pretty limited. There's some heavy restrictions on my system access. Okay. Did you find a power suit? Not yet. Trying to figure out how to get into Omicron, the big building. Oh, okay. Keep up the good work. That's it? You got nothing? Good luck. Thanks. Oh, die wird auch immer stinkiger, ohne Scheiß. Die wird echt immer stinkiger. How are you so okay with all this? With what? Being a talking box, for one thing. Not being human. That's not so bad. So, you're not bothered at all by not having a body? I'm getting there. You're making me feel really self-conscious. Come on, be serious. I never felt that comfortable being human in the first place. This isn't much worse. Not being able to move would freak me out. Glad you got the box and not me. Would make it a little easier to help out if I had a body, but you're doing a good job. Just figured being able to stretch a little would give you some ease. My physical constraints don't translate to my experience very well. I feel about as human as before, but as if suspended in air. Which is kind of interesting now that I think about it. Okay. Ja, man lernt auch immer was dazu. Ich finde das sehr interessant, wie die sowieso da miteinander interagieren. Jetzt machen wir das nochmal. Vielleicht hat sie dazu auch noch irgendwas zu sagen. Man weiß es alles nicht. Na? Any idea who this is? Not really. Not that familiar with the people at Omicron. Okay. Na gut. Ah. Why do you think I was made? Why would this AI, the WoW, bring me here? I don't think we could ever know. I have my own beliefs, but nothing that can be verified. Tell me. Why do you think the WoW brought me here? The WoW had a range of assignments, but they all sprung from one single idea. Preserve humanity. When the comet hit the Earth, killing everything, leaving a fraction of humanity left alive, the WoW started to compensate. It's restoring humanity. I think so, but I don't think we share its definition of human. Or life, for that matter. Das glaube ich auch. Weil die ganze Töte mich, das ist kein Lever. Nicht wirklich. Okay, ich mach's jetzt trotzdem nochmal. Catherine, are we alive? That's an impossible question to answer. We lack meaningful definitions. I just figured there must be a way to know. To know if this life is worth living. You assume you've changed so much, but have you really? I don't know. I don't feel so different. But the world sure does. I never realized how much the idea of myself depended on where I am. How do you mean? I miss Toronto. Not because my friends and family are there, but because I know where I fit in. In Toronto, I know who I am. Klar, da ist es nochmal was Härteres. Wenn der halt auch noch Zeitreisen da in Anführungszeichen ist und nicht die hier geboren ist, auch noch in einer fremden Umgebung ist, das macht es natürlich noch mal schlimmer. Aber die hängen gerade sehr viel zu verzählen, stelle ich fest.
War da noch irgendein Gespräch, was ich hab starte kenne? Moment, war das mit ihr oder? Irgendwo war sprechbloß. Mit dem du kann ich bestimmt nicht retten, aber es war irgendwo sprechbloß angezeigt. Ich bin mir noch nicht sicher. Wo? Du warst doch wieder. Ihr habt's doch bestimmt achst du. Looks like this place is running on reserves. There's no need for that. Absalon is producing plenty of power. See if you can get it back up. Okay. Also Y produziert nach wie vor Strom. Du muss ich jetzt wohl was machen. Und okay. Das kann ich wohl abnehmen. Omikron ist ohne rechts. Substation sind wohl wir. Wir müssen jetzt die Sicherungen wieder reihauen, denke ich. Okay, dann lassen wir uns da mal drauf ein. Wir müssen den Weg bis hier finden. Okay. Jetzt gucken wir mal. Ups, das ist keine Option mehr. Das können wir abschalten. Okay, die sind auch keine Optionen mehr. Lass mal den mal gut sein. Wie sieht es dann hier aus? Okay, da geht es nur noch rechts. Die Sicherungen sind... Also Parfen... Ja klar, das war so klar, dass die Sicherung rausgeknallt wird. Okay, da können wir jetzt auch nur noch den Umweg hier. Oh scheiße. Okay, noch einmal. Noch einmal von vorne. So. Gehen wir mal den Weg. Dann den hier. Obwohl, warte mal. Kann ich denn nicht... Ach, hier rum eventuell, ja. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen einfacher machen. Ja. So, jetzt haben wir noch genug Strom. Okay, das war jetzt auch nicht so schwierig. Jetzt können wir noch dort drauf zurückgreifen. Blackbox-Status. Omikron-Besatzungsstatus. 12 Dahl Julia offline. 3 Cameron Lisa offline. 6 Darby Eric offline. 1 Eames oder A oder Erms. Ich glaube eher Eames. Claudia offline. 13 Golaski Adam offline. 10 Halperin Jacob offline. 4 Herber Riley offline. 2 Holland Richard offline. 14 Lansky Paula offline. 9 Sovari Olavi offline. 15 Souther Andrea offline. Und 5 Waldeck Allen offline. Und irgendwas fusselt in der Gegend und ich habe gerade Schiss, dass irgendein Proxy oder so da ist. Das ist nicht schön. System Updates. 9.10.2098. Okay. Benutzer Volcheck. Anmerkung: Update aktiviert Blackboxes. Failsafe. CRTH4 Cartage implementiert. 11.07.2099. Golaski. Anmerkung: Standard X4B-Erweiterung Heimat zu. 5.08.2099. Zeitstempel. Ja, Benutzer Golaski. Anmerkung: Bereichskalibrator für ACR. 14.01. Zeitstempel. Ja, das Datum halt. Golaski Benutzer. Anmerkung: Diagnosewerkzeug für Post-Impact Notfallplan. Okay. 9.03.2103. Minus Prozent E. Temp validate ist gleich Fragezeichen ist gleich Fragezeichen. Klammer auf Klammer zu ist gleich UU78. Unter slash wow mal X77 drücken. Okay. 20.12.2103. Benutzer Soavari. Anmerkung: für Wiederinbetriebnahme des Krans benötigtes Zeugs. Liegt alles an Allen. 7.01.2104. Oh Gott. Ich muss als echt beim Sprechen kämpfen, nicht aufzustoßen. Warum auch immer. Sau eklig. Benutzer Sovari, vielleicht weil ich so viel spreche. Anmerkung: unnötiges Sicherheitsupdate für die paranoiden Laborratten. Tote Leute beißen nicht. Es sei denn, es sind Zombies, dann ist es denn ihr Job zu beißen. Okay, jetzt funktionieren wir aber erstmal wieder. Und jetzt können wir hier drauf zugreifen. Blackboxes und dann die Leute dazu, das wundert mich gerade. Haben wir jetzt vielleicht bei Demol irgendwas? Nachdem der Strom wieder da ist, ich weiß es nicht.
Haben die Leute alle Blackboxes im Kopf oder wie läuft das? Omicron has quarantined itself and locked everything out. Okay. See if you can't cancel the lockdown from the terminal. Funkpufferspeicher. Da haben wir Audiodatei. Achtung. Boomer, do we have any painkillers left? This tinnitus is becoming crippling. Sorry, we only have heavy stuff left. Morphine level drugs. I'll take it. Feels like my head is about to explode. Who can do? That's stuff for emergencies. Besides, Cameron thinks the ringing will settle when JR reaches 100%. Then tell him to hurry the fuck up. Should be a matter of hours. Just hang in there. Keep me posted. Yeah, well, I have this thing I need to take care of. So I'll talk to you later, okay? Sure thing, Herb. It must have overloaded his black box. Humans have black boxes? Here we do. Company policy. It records your vitals to help medical personnel treat you in case of accidents. Aha. That's how I can hear the dead. Yeah. Right. Yeah, you should be able to data mine black boxes, just like the intercom and Theta. Aha. Ach, sehr geile neue Erkenntnis. Und die Leute, die anscheinend irreversible Hirnschäden haben oder irgendwas, die scheinen wohl... Oder sag bloß, die Blackbox in dem Typ ist rausgepopelt worden. Das könnte natürlich auch sein, dass die Blackboxer da im Kopf sind. Igitt. Omikron. Unter Quarantäne. There has to be a way to cancel the lockdown. Have a look around the room. Ja. Wo finden wir das jetzt? Did you do that, Catherine? What? Never mind. Okay. Ja. Gerade nochmal gucken, Blackbox-Status hatten wir schon und den Crew. 10:50. I think I solved it. Ist das vielleicht die. Why do I get the feeling that we just got lured into the back of a van? What are you talking about? Ja, irgendwie kommt es schon vor, als ob uns jemand in sein fensterlose Lieferwagen einladen wollte und auf die tränengetränkte Luftmatratze im Rückbereich locken wollt. Vielleicht ist es auch die Wow, weil es hat gefusselt, als wir an dem PC waren. 10:50. Omikron-Quarantäne aufgehoben. Zugänglich, jetzt ist es aufgegangen. Okay. Something wants us to come inside. Ja. And we want to go inside. What's the problem? Come on, let's get going. Also ab in der fensterlose Lieferwaage. Ich hoffe, wir landen nicht auf der tränengetränkte Luftmatratz. Scheiße. Okay, das war alles. Und bis in Omikron rein kann ich auch noch gehen, denke ich, in dem Deal. Das wäre jetzt etwas Blödes jetzt schon. Zeit zu lassen. Und hier einen Cut zu machen. Okay. Also. Wo wird dann geflutet? Ah, du. Immer das Gefühl. Die 1000 Luftbläser, die mir in eine Bobbersreihe gehen. Igitt. Widerlich. Okay, jetzt wird aber wenigstens auch gespeichert hier. Ich bin immer froh, wenn die Folge etwas ruhiger sind und ich nicht so viel Stress hier habe. Das gefällt mir schon echt gut. Jetzt bin ich aber auch gespannt. Funktionieren die Teile hier? Das mag ich auch gerade mal gucken. Ah, der kleine Kumpel funktioniert. Ach, oder die kleine Kumpels. Cool. Oh, es fusselt aber in eurer Nähe. Seid ihr nicht so cool wie gedacht? Oder seid ihr Dinger nicht so cool wie gedacht? Polygonmuräne. Gymnothorax polygonius. Population 0. Okay. Sind das wohl eher so Krabbefaller oder was in der Art? Okay, überall dasselbe anscheinend. Schwarzfisch, okay. Ah, die fangen hier Lebewesen mit deinen Dinger. Und die scheinen auch wow infiziert zu sein, jetzt wo Strom wieder dran ist. Westafrikanischer Elisha. Interessant aber, dass die hier so Fangstationen auf Omikron gehabt haben anscheinend. Und was ist hier? Großaugen-Sandtigerhai. Ach Gott, war der ganz edle Herr. Und was gibt's da noch? Der Himmelsgucker. Also der Otterstädter Karpfer werden sie wahrscheinlich nicht hier haben. Atlantischer Hering. Okay. Na gut, ich gehe jetzt aber einmal wieder zurück dort hier, wo ich hier sollte. Moment, Omikron war in die Richtung, glaube ich.
schätze ich. Also noch Omikron-Reihe mag ich auf jeden Fall noch, wenn ich hier überhaupt richtig gehe. Nee, Moment, Moment. Ganz falsch. Ganz furchtbar und falsch, wo ich gerade lauf. Erstmal hier gucke. Große Gabelmakrele. Na dann. Ganz furchtbar und falsch. Ich muss da links rum. Da ging es doch Omikron. So. Das war der Weg. Hallo, kleiner Kumpel. Da fusselt was. Was fusselt da? Der Schwarzfisch. Ja, man will ja Klischees vertreten, dass Schwarz immer schlecht sei, ne? Immer diese Klischees. Okay, dann gehen wir jetzt mal rein, nachdem Omikron die Quarantäne auf Kurve hat. Joppala. Zack. Okay. Dann gehen wir gerade noch rein, der sichere Bereich. Bereit, mit Omnitool schwenken. Zack, zack, zack. Zugriff gewährt, fluten. Offline. Bitte anderen Eingang benutzen. Mechanische Fehlfunktion. Okay. Na gut, das scheint wohl nicht so klapper wie gedacht. Okay, dann möchte ich aber sagen, wenn ich hier nicht reinkomme, bevor ich jetzt hier wieder ewig und drei Tage suche, mache ich an der Stelle einen Cut, ihr liebe Leute. Und wir sehen uns morgen wieder bei Let's Play Soma auf Pelzig, wo wir dann noch im Eingang noch Omikron suchen. Also machen's gut und bis morgen. Euer Yankee.